Wir durften nach Moskau fahren und im Zuge dieses Projekts, in dieser Stimmung drin, wir sind die Verbindung, haben wir gedacht, eigentlich müssten wir es auch versuchen, als Deutsche uns in Moskau auf den roten Platz zu stellen. Weil, ihr wisst es selber, auch in den Medien wird ja sehr viel schlecht über Russland gesprochen, Putin, der Aggressor, Annexion der Krim und einfach dieser Ton da drin ist doch schon sehr spalterisch. Es ist einfach so, dass ans Licht gekommen ist, dass US-amerikanische Thinktanks und Nichtregierungsorganisationen, wie auch immer, sie haben selber bezeugt aus ihrem eigenen Munde, dass sie versuchen, seit 100 Jahren Deutschland und Russland zu trennen. Und da hat es irgendwie Klick gemacht, irgendwie gab es dann ein Bild, warum man momentan versucht oder auch dabei ist, im ganzen Baltikum und so weiter massiv NATO-Präsenz aufzubauen. Plötzlich merkst du, ah, das hat ja einen Zusammenhang, da ist ja jemand im Hintergrund wirklich daran, uns zu trennen tatsächlich. Und so haben wir uns dann auf dieses Experiment eingelassen, haben auf so einen Zettel geschrieben, ich bin aus Deutschland, unsere Länder werden getrennt. Komm und umarme mich. Und unsere Schilder haben kaum den Boden berührt, da kamen die Leute echt massenweise angeströmt, um uns zu umarmen und auch diesen Statement zu geben, dass sie diese Spaltung eben nicht wollen. Und wir waren 3 Stunden in Moskau und es haben uns insgesamt ca. 670 Leute umarmt, zusammengerechnet. Es war wirklich emotional, teilweise alte Frauen sind gekommen, haben dann uns umarmt, es sind Tränen geflossen, die Menschen haben geweint. Das war irgendwie unbegreiflich. Da stehst du als wildfremder Mensch, irgendeiner, die Stadt ist voll Touristen, 20 Millionen Metropole, da stellst du dich mit dem Schild hin, da kommen die Leute, fangen an zu weinen, ich habe meinen Mann verloren im Krieg. Aber es ist so gut, dass ihr das macht, uns umarmt, geküsst. Wir sind Freunde, wir wollen den Krieg nicht. Wenn du beginnst, diese Atmosphäre zu bilden, dieses Verbindende zu schaffen, dann zieht es die Menschen einfach an. Also wir sind da gestanden, was konnten wir schon tun? Ja, da stehst du da. Aber irgendwie in diesem Herzen, dieser Glaube, jetzt kommt diese Spaltung aus unseren Völkern raus. Und dann sind die Leute gekommen und du hast gemerkt, das ist es. Mit dem können wir die Welt verändern. Was passiert, wenn dieser Saal sich im Geist auf die Straße stellt und beginnt, diese Atmosphäre zu bilden? Dann, das wird sich multiplizieren und da geht richtig was ab. Sieht vieles anders aus, als ich's gewohnt bin. Jedes Vorurteil über dich, ein Gerücht über mich, kann uns nicht trennen, denn das Herz schlägt. Wenn das Herz schlägt und der Verstand vergeht, entsteht Kraft in mir und sie fließt zu dir. Wenn das Herz entscheidet, auch wenn die Logik leidet, liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Wenn das Herz schlägt und der Verstand vergeht, entsteht Kraft in mir und sie fließt zu dir. Wenn das Herz entscheidet, auch wenn die Logik leidet, liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Du hast eine andere Religion, im Herzen eine Mission, dass diese Welt Frieden sieht. Herz
Herzen Liebe wieder siegt. Ich geb dir meine Hand, lass uns zusammen gehen. Durch Wind und Sturm, lass uns zusammen stehen. Wenn das Herz schlägt und der Verstand vergeht, entsteht Kraft in mir und sie fließt zu dir. Wenn das Herz entscheidet, auch wenn die Logik leidet, liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Wenn das Herz schlägt und der Verstand vergeht, entsteht Kraft in mir und sie fließt zu dir. Wenn das Herz entscheidet, auch wenn die Logik leidet, liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Versteh ich dich, auch wenn du's anders sagst oder komisch fragst. Die Sprache des Herzens zu lernen, ich beginn. Kämpfen um die Einheit mit Herz, so macht Sinn. Wenn das Herz schlägt und der Verstand vergeht, entsteht Kraft in mir und sie fließt zu dir. Wenn das Herz entscheidet, auch wenn die Logik leidet, liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Wenn das Herz schlägt und der Verstand vergeht, entsteht Kraft in mir und sie fließt zu dir. Wenn das Herz entscheidet, auch wenn die Logik leidet, liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Liegen wir uns in den Armen und wir lieben uns. Unser Antrieb.